Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Und wir wollen jetzt eigentlich darüber und wollen eigentlich Verwüster platt machen. Aber jetzt kamen hier zwischendrin schon mal so ein paar. Also so ein paar niedliche kleine Banditchens oder Kultisten. Und eigentlich wollte ich die ja gar nicht platt machen und ich wollte auch noch nicht da hinten hin zur Quest, sondern. Naja, ne? Aber mit ein bisschen Glück scheint das ja jetzt doch zu klappen. Das ist natürlich geil, ne? Wenn man von dem Verwüster die Kanone runterschießen kann. Das macht natürlich Spaß. Ist schon lecker. Kämpfen oder weglaufen. Echt jetzt? Ist doch schon 25 mal tot. Fall nicht runter. Hä? Der war doch die ganze Zeit schon tot. Hier unten schon 5-mal auf den eingedonnert. Okay.
Ja, denke ich auch, ne? Und vor allem, wie gesagt, sehr entspannt eigentlich. Einfach ein bisschen weggerollt. Bombe hingesetzt. Dich. So, was haben wir hier? Fallschärfen. Und Linse. Sehr schön. Und noch drei Loot rumrennen. Ein paar Echo-Hülsen. Oder Echo-Hülsen. So, achso, die haben wir jetzt schon fertig? Ich hab mich schon gewundert. Und die Trophäen zu Asis. Ich Asis. Finde Odin bei der Ausgrabungsstätte. Auf geht's, oder? Dann hüpfen wir da jetzt einfach mal hin. Wenn wir das eine jetzt schon fertig haben. Eigentlich könnten wir auch die Sache mit den Gefallenen schon weitermachen. Mach ich auch mal. Okay, das war's mit dem Schleichen. So, wie viele Pfeile habe ich denn in den reingesammelt? Ich habe keine Kuhhaut mehr. Ist ja sehr convenient, dass hier so viele Heilungskräuter rumstehen. Ob uns das was sagen möchte? Stimmt nicht, oder? Weiß nicht, ich finde das gerade irgendwie nicht so... Sollten wir hier reingehen? Sollten wir nicht vielleicht eher hier draußen? Frage ist, kann man hier außen? Wollt diese Dinger wiederbeleben? Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja, die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Nein! Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle! Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Ah! 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 Ah!
Markus. Er geht nicht mehr. Sucht ihr alles? Vielleicht gibt es Eindringlinge. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt da. Wer ist da? Hä? What? Jetzt bin ich gerade vollkommen irgendwie Banane durch, weg. Hä? Irgendjemand hat es geschafft? Okay, was ist jetzt unser Objective? Erledige Verderber und die Kultisten.
das jetzt nicht unbedingt Kampf nennen, wenn du abgeschossen wirst, aber naja, gut. Jeder nennt das ein bisschen anders, ne? So, dann gehen wir erstmal eine Runde Loot. Schön. Das Gefäß. Ja, hätte man ein bisschen intelligenter und... Ah, ein bisschen... Ne? Aber man muss ja auch mal... Dass man mal was sieht und so. Ich wollte da jetzt einfach nicht so zimperlich vorgehen, ne? So viel zum Thema Sicherheit. Soll ruhig mal auf den Latz bekommen hier. Und wieder gibt es nichts. Nee, Olin, dich will ich jetzt gerade mal nicht sprechen. Ich bin gleich zu dir. Hör mich an! Ja, ja. Ich hab noch keine Ahnung, was ich mit dir besprechen soll, beziehungsweise... Du willst Strache. Was ich von dir ich wissen bin bereit. Hör mich an. Wir und Rache, ja. Kenne ich uns anders. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Sag ich doch. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Frage ist, ob ich jetzt alle Fragen stellen kann. Oder ob es bloß eine gewisse Anzahl an Fragen gibt und danach erschießt irgendjemand den und... Wir kriegen dann wieder bloß die Hälfte mit. Oder so. Die Eclipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich. Viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild. In den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Das ist eine gute Frage. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann Hades? Sprechen? Hades? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes... Schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Jetzt muss ich mich mal kurz einblenden. Also Hades ist doch in der griechischen Mythologie der Gott der Unterwelt? Oder zumindest der Gott derer, die dann irgendwie... Also dort, wo du hinkommst, wenn du tot bist? Gehst du doch zum Fährmann, drückst dir ein bisschen Silber in die Hand und dann auf geht's oder so. Dachte ich. Und wenn er jetzt sagt, Systembedrohung erkannt, dann klingt das doch eher wie eine Maschine. Gibt es jetzt irgendwie jemanden, der in einer Maschine steckt oder über eine Maschine redet? Einfach ja, ein Gerät, wo jemand was eintippt und dann, man kennt das ja, Text-to-Speech. Oder ist das wirklich eine autonome KI, die überlebt hat? Noch von den ganz, ganz, ganz Alten?
Aber warum sollte der jetzt uns auslöschen wollen? Er hat gesagt, er hat gesprochen, als er das Bild von uns gesehen hat. Also uns als Aloy gesehen hat. Und dann dieser Vergleich mit dieser anderen Person, die eventuell unsere Mutter sein könnte. Aber bedeutet das, dass es irgendeine KI gibt, die vielleicht von damals war? Aber dann müssten wir entweder so ähnlich sehen jemandem von damals, oder der hat das, die Maschine hat das bloß angelernt, dass wir das jetzt sein müssen, weil wir nah genug dran sind, über hunderte Jahre, tausende Jahre an Iterationen oder so, dass wir immer noch nah genug sind, dass die sich immer dran angelernt hat, aber das wäre ja auch irgendwie eigenartig. Dafür sind die Maschinen ja eigentlich viel zu intelligent. Oder sind wir eben doch ein Klon? Und vielleicht ein Klon von einer Person, die damals existiert hat, als die KI geschrieben wurde. Weil immer noch diese 99,47%, die das glaube ich waren, die dort angezeigt wurden, könnte immer noch DNA-Übereinstimmung sein. Also nicht bloß Elternschaft, sondern richtige DNA-Übereinstimmung. Mehr Fragen als Antworten. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch außer mir? Ich weiß es nicht, aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avat stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Können wir das bitte nicht machen? Können wir den jetzt bitte nicht umbringen? Das hat er jetzt wirklich nicht verdient. Vor allem wäre das jetzt Selbstjustiz und alles. Und wir haben gesehen, dass der erpresst wurde. Können wir den... Hallo? Ich würde es dir ja sagen, aber da würde ich gebannt. Holger, da hast du vollkommen recht. Nicht sagen. Versuche hier nur meine Gedanken kundzutun. Wie kam die Eclipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Speer wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kam sie nicht an Avat heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eclipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Mhm. Stimmt. Boah, und dann haben die... Dann hat die Eclipse ihn jetzt auch noch... Haben den auch noch benutzt, damit er Erend und Ersa, also sprich die Beschützer des Sonnenkönigs, auskundschaften können. Das ist wahrscheinlich auch der Grund oder die Möglichkeit, weshalb Ersa tot ist, weil sie alles wussten über ihn. Sie wussten, wo sie hingeht, was sie für Schwächen eventuell hat und konnten sich so auf die Lauer legen. Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie zum Laufen?
Ich dachte, sie wollten die Teile. Doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihn in irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Was? Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen. Aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Ach, das bist du wohl. Aber können wir ihn bitte trotzdem am Leben lassen? Erstens will ich keine Selbstjustiz machen. Ja gut, aber sein Fokus, ne? Aber was ist mit seiner Familie? Können wir nicht irgendwie seinen Fokus zerstören? Scheiße. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Hier ist Quatsch, aber Tilke, deine Schuld ist einerseits richtig und andererseits... Kann ich beides wählen und bei beidem können wir die Familie retten? Oder kann ich das nur bei einer Option und wenn ja, bei welcher? Während ich dich verfolgt habe, dachte ich, diese Entscheidung wäre leicht. Sie ist es nicht. Sie hatten dich dabei in der Hand. Vielleicht bist du kein böser Mensch, sondern nur schwach. Das stimmt. Kraft gefunden habe ich immer nur durch meine Familie. Du verdienst den Tod. Und doch... Ich weiß, was ich verdiene, Aloy. Zögere nicht. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Oh Gott. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Und mach zwischendrin keinen Scheiß, okay? Oh Gott, es hat geklappt. Das ist die beste Variante. Hauptsache, das einzig Doofe ist jetzt, dass wir nicht wissen, was mit seinem Fokus jetzt ist. Weil eigentlich existiert er noch. Das heißt, die Eclipse hat selbst das mitgehört. Die Eclipse weiß, dass wir auf der Suche nach der Familie sind, dass der dort ist und. Das könnte die ja jetzt wieder voll ausnutzen, die Eclipse. Also... Ich hätte mich wohler gefühlt, wenn die einfach mal den Fokus jetzt rausgerissen hätten oder sowas. Ich meine, das ist doch nur wirklich kein Akt. Kannst ja einfach abmachen. Das verstehe ich gerade nicht, aber ansonsten war das, finde ich, die beste Entscheidung, die wir machen konnten. So, okay. Gut, dann haben wir das. Wahrscheinlich sollten wir dann als nächstes auch mal hier das Feld der Gefallenen mitmachen, ne? Schöpfers Ende ist da oben. Sollen wir einfach mal als nächstes die Hauptquest noch weiterführen?
Die nächste. Vielleicht gehen wir auch erstmal in die Loge zurück. Ich glaube, wir gehen erstmal in die Loge zurück. Gucken erstmal danach. Dann haben wir hier drüben den Kollateralschaden-Spaß. Wir gehen erstmal, ich glaube, wir gehen dann wirklich erstmal hier hin zurück. Dann können wir erstmal das da tun. Oder das erstmal abarbeiten. Da kriegen wir vielleicht neue, die wir dann auf dem Weg wieder mit erledigen können. Das funktioniert vielleicht ganz gut und dann machen wir weiter. Aber ja, so sind wir mal wieder ein Stückchen vorwärts gekommen. Ich denke, das war jetzt ganz gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.